Perfekt. Und jetzt brauchen wir den Hammer. Nehmen wir mal das weg. Und den. So. Und hier haben wir alles gelootet, ne? Ja. Gut. Sehr gut. Oh, es ist dunkel. Ja, da hätte ich vielleicht mal vorher auf die Uhr gucken sollen, die Storch. Hä, wir waren doch gerade pennen. Es ist wieder dunkel vom Dingens, ne? Ah, shit. Ich habe die Zahnräder vergessen. Na klar. Na klar, her damit. Und auch her hiermit. Die will ich natürlich nicht zurücklassen. Also wir brauchen sie jetzt nicht so dringend, aber... Ne? Ich kann sie auch nicht zurücklassen. Oder warum ist es so dunkel? Es kann doch nicht schon wieder Nacht sein. Habe ich so lange gerade gewerkelt? Hä? Doch, es ist dunkel. Bin ich bescheuert? Okay, dann muss ich nochmal pennen gehen. Weil so, ich gehe nicht nachts los. Ich bin doch nicht irre. Los! Sehr gut. Ja, sorry. Da dachte ich eigentlich, wir haben noch mehr als genug Zeit. Aber wohl nicht. Hm. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal hoch und ratzen. Oder ist es das Wetter? Und es ist eigentlich gerade Mittag oder so. Ich habe keine Ahnung. So oder so sehe ich nichts. Ich hoffe, wir können schlafen. Nein! Ja, da liegt es am Unwetter. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier so lange hin, bis wir schlafen können, damit das Unwetter übersprungen wird. Weil bei dieser absoluten Dunkelheit in den Aschelanden habe ich echt keinen Bock und es ist vollkommen unübersichtlich. Also warte ich hier, bis wir schlafen können, ne? So, jetzt geht's. Gute Nacht. Guten Morgen und ich hoffe sehnlichst, das Wetter ist besser geworden. Klar, es regnet noch, aber das kann auch noch von eben gerade sein. Es wird jetzt abebben wahrscheinlich. Bitte? Ja, das sieht gut aus. Und dann hoffe ich, dass es in den Aschenlanden genauso, weil sonst macht das ja wirklich keinen Sinn, ne? Hm, stimmt, gut. Zack, zack, zack. Und hindurch. So, Mann, was für ein Hin und Her. Portal weg. Und das Ding weg. Und dann gehen wir endlich los. Und zwar müssen wir nach hier. Hier ist theoretisch Wasser. Stimmt, wir könnten uns am Wasser... Wir können am Ufer lang gehen. Da haben wir dann ja weniger zu befürchten, oder? Stimmt. Nach da also. Ja, hier sind überall Feinde. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich mal hier so lang. Da ist überall Lava. Da kommen wir, glaube ich, vorbei. Also, let's go. Und ich laufe einfach um mein Leben. Und deswegen mache ich auch Ike Tür an. So. Und natürlich trotzdem getroffen. Da, ne? 20.000 Feinde. Oh, Straußenfaden. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, ich laufe gerade recht weit nördlich. Oh, shit, hier ist Lava. Komme ich da vorbei? Bitte, ja. Ah, nein. Ich gehe mal da lang. Shit. Ja, da muss ich hier um den Lava-Ding jetzt rum, an diesem Spawner vorbei, so sei es. Wir haben ja Eiktür, also passt es, glaube ich, noch. Nur ich sollte natürlich auch darauf achten, dass es nicht zu viele werden, beziehungsweise wir die auch irgendwie wegbekommen. Hier ist eine Höhle, ne? Nee. Die Geier machen wir platt. Die verfolgen mich ewig. Tschüss. Gib mir mal deine Eggs und dein Fleisch. So. Da ist ein Knochen, den könnte ich klären, damit ich Special-Knochen kriege. Kriege ich aber nicht. So, und du stirbst auch. Halt, hier geblieben. Sehr gut. Und hier sind wir beim Wasser, das finde ich gar nicht so schlecht. Weil dann können wir... Wir müssen hier oben rum, also so lang. Oh, hier ist eine Morgenhöhle. Nehmen wir eben mit, war. Ja, da könnte auch wertvoller Loot drin sein. Komm. So viel Zeit muss sein. Warum ist es hier nicht möglich? Weil hier Wasser ist wahrscheinlich, ne? So. Dann mache ich mal kurz die hier kaputt. Hör damit. Hör damit. So. Ja. Hier haben wir ein Special-Knochen gekriegt. Hm, ich schmeiß die Sachen mal davor. Halt, warte mal. Das und das schmeiß ich weg. Aber das würde ich alles mitnehmen. Kann ich die Dinger eigentlich mit Frostback machen?
Nee, ne? Kriege ich die irgendwie entfernt? Ich wüsste nicht wie. Mit der Spitzhacke glaube ich auch nicht, ne? Nee. Ich glaube, die kann man nicht entfernen, oder? Mit Wasser vielleicht, aber kein Plan. Wie auch immer, ich gehe mal rein da. Und mach dann hier schön welche auf den Boden, weil der Morgen kommt so oder so. Wo ist er denn? Morgi, Morgi, Morgen! Hallo, wo bist du denn? Da ist er doch. Und wird direkt verprügelt. So, wo ist seine Lebensanzeige? So. Muss ich gar nicht rausgehen, ne? Ah, doch. Tschüss. So, Energieschild. Dann den Stab wieder an. Rein da. Ein paar auf den Boden gewämst. So, noch ein. Und das war's schon, ne? Gut. Auf Wiedersehen. Ja, mit deinem Loot. Ja, jetzt habe ich leider das... Was? Wir haben den letzten Knochen gefunden. Was war das gerade? Wir können jetzt ein Skelett bauen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Bei Möbel bestimmt, ne? Da. Was soll das denn? Was bringt das? Asquin-Skelett. Ach, dafür brauchen wir die Teile. Ich habe mich schon gewundert, was das soll. So, hier haben wir eine Vase. Ein Topf. Mit den, mit den Scherben. Dann haben wir hier noch Knochen. So. Hier ist noch irgendwas. Nee, doch nicht. Hier haben wir einen mysteriösen Ort. Die haben wir aber schon alle entdeckt, die wir brauchen. Vielen Dank. Hier ist noch ein Ding. Truhe. Oh. Hätte ich fast übersehen. Hier ist noch ein Asquin-Skelett. Und hier sind so viele von diesen Knochen. Ganz ehrlich. Und einen Stein, den brauche ich auch nicht. Dann ist hier noch ein Topf. Diese Dinger kann man nicht zufällig abbauen, ne? Nee. Doch! Ah! Okay. Und die geben verdorbenes Fleisch und auch Knochen, ne? Hm. Ja, shit. Jetzt hätte ich mal meine Lampe mitnehmen sollen. Ist natürlich doof, dass man hier nichts sehen kann. Hier ist noch ein Knochen. So, hör damit. Den mache ich mal als letztes, weil er gerade ein bisschen Licht bringt. Hä? Chitinpfeile, okay. Hier noch ein bisschen Gammelfleisch. Hier noch mehr. So. Und vielleicht noch ein paar Special-Knochen. Können wir ein Skelett bauen. Was soll das denn? Gibt es dafür eine Funktion? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Ist es irgendwo nützlich, dieses Skelett zu bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier, komm. Den Kacktrank kriege ich mal jetzt. Halt, 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 halt. Hier. So. Den Loot ebenfalls. Dann, ja. Gar nicht schlecht, was wir da haben. Ich schaue hier nochmal gründlich alles ab, aber das war's, ne? Und dann haben wir sonst noch den hier. Halt. So. Sehr gut. Und das war's hier drin. Ja, dann gehe ich mal kurz durchs Portal und bringe den ganzen Stuff schon mal weg. Also hier hinein. Ach ja, das haben wir ja auch noch. Was wird sich denn mit aller Wahrscheinlichkeit stacken? Das Ascheholz kann ich mal hier lassen. Da nehme ich lieber diese Trophäe mit, weil die ist selten. So, dann laufe ich mal hier rüber. Und Runder. Dann laufe ich durch, damit sich vielleicht einige Sachen sogar stacken. So sei es. Dann schmeiße ich alles rauf. So. Und ich bin hier runtergegangen, weil ich wollte noch eine Fuge von dem neuen Erz, was wir eben gerade gefunden haben, ranmachen. Also hier. Nein, das war zu viel. 5 wieder rein. Coal. Hör damit. Und rein damit. So. Und hier.
Dann können wir die Barren, die fertig sind, schon mal hier oben reintun. So. Und wir haben es fast. 90 fehlen uns noch für die Rüstung und dann haben wir das auch durch. Ach, hier rein. Und hier rein. Und die Kohle weg. Oh, da brauchen wir auch mal wieder ein bisschen Nachschub, ne? Können wir vielleicht ein bisschen Holz ins Feuer schmeißen? Geht ja jetzt, Gott sei Dank. Aber mal schauen, wie wir das machen. Ich würde sagen, erst einmal gehen wir weiter. Denn wir haben es noch nicht mal Mittag. Perfekt. Also, weitergemacht. Und wir bleiben an der Küste, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, Hammer. Die Skelett, was soll das denn? Frage ich mich. Gut, dann den Loot. Ja, die Knochen bleiben da liegen. Das mache ich mal hier hin, damit wir es von dem restlichen Loot trennen. Was war das denn? Ist der Stein gerade in den Erden gesackt? Warum in die Erde? In den Boden? Hä? Sinkt der? Nee. Keine Ahnung, was das gerade war. Kein Plan. Ich gehe mal hier an der Küste entlang. Ah, da ist ein Nest. Schnell Knochen holen, bevor sie runterrollen oder so. Tun sie aber nicht. Und hier gibt's Aegis. Hör damit. Knochenskelett. Knochenskelett. So, die Knochen schmeiße ich weg. Dann das Zeug da. Ja. Gut. Geben wir mal das Pulver. So. Und wir laufen weiter. Ich müsste jetzt zwar hier einen großen Bogen machen, aber sei es drum. Dafür habe ich halb so viele Feinde, ne? Weil hier nichts spawnt. Ah! Eine Zwergenbase. Da wird es doch bestimmt sehr viel hiervon geben. Strausenfaden, hör damit. So. Hallo. Ja, ja, moin, moin. Was geht? Alles cool bei euch? Haltet da schön die Ohren steif. Ah ne, ihr seid ja keine Elfen, ne? Ihr seid ja Zwerge. Haltet da schön die Bärte steif. Sehr gut. Hier noch ein Pilz. Oh ja, das ist eine Menge Straußenfaden. Hervorragend. Und natürlich hätte ich auch gerne diesen Loot. Und ich weiß, wir können hier jetzt Refined Eiter hinschmeißen. Und das alles abfarmen, ohne dass sie aggressiv werden. Oder ein Troll rein, ne? Es tut mir leid. Es tut mir leid, Zwergis. Aber da sehe ich so leckeres Weichgewebe. Das kann ich nicht liegen lassen. Tut mir leid. Tschüss. Laggedy lag. Oh Mann, die tut mir so leid. Und noch ein. So. Und noch ein. So. Da kommt ein hässlicher. Ach, der hat sich schon in die Luft gejagt. Sehr gut. Dann mit dem Loot. So, und die da werden gerade richtig kaputt gemacht. Es tut mir natürlich leid. Aber andererseits eigentlich auch nicht. Kämpft mal bitte. Denn ich brauche euer Weichgewebe. So, der ist down. Nee, nee, kümmere dich mal um die Zwerge da. Ich bin gar nicht da. Sag mal. Stirb! Energieschild down. So. Und ich weiß nicht, wie viele Zwerge hier überlebt haben. Ich schau mal nach. Oh, hier liegt sogar Edelholz. Auch das könnte ich vielleicht mitnehmen. Oh! Hier ist gar kein Weichgewebe drin, sondern Flammenkern. Das ist ja noch besser. Kannst du mal herkommen? Ich will wissen, wie viel Life du noch hast. Ja, du bist der Vorletzte, ne? Der letzte kämpft da hinten. Ja, dann lass dich mal zerlegen und ich kann hier derweil das ganze Flammenkernerz mitnehmen. Oh Mann. Gut.
Moment. Der Zwerg kämpft da immer noch. Okay, die Wächter steigen kaputt. Ich glaube, die sind jetzt aggressiv. Aber so sei es. So, komm mal her hier. Bam! Einfach ein Fleischhaufen. So eine Fleischwolke. Oh Mann. So, kaputt gemacht. Und noch ein. War's das? Nee. Na also. Dann können wir hier jetzt ein Portal hinbauen. Fix. Und dann können wir nämlich den ganzen Loot hier schon mal saven. Weil das konnte ich gerade nicht zurücklassen. So. Die Laterne können wir auch mitnehmen. Warum nicht? Oh, kein Platz im Inventar. Darum nicht. Was lasse ich denn hier? Stein. Schwefel. Sotlingskern, Auge. All das brauche ich nicht. 7 nur? Naja, gut. Ich dachte ja schon, das lohnt sich mehr. Ach, das Ding hier können wir auch noch mitnehmen. Eine Eisenschale. Und die hier bringen, glaube ich, nur Edelholz. Vielleicht irgendein Barren, ne? Kupferschrott. Naja, gut. Okay. Ansonsten ist hier sonst irgendwas Wertvolles? Nö. Dann bringe ich den Loot schon mal weg. So, rübergerannt, runtergeworfen und dann schauen wir auch mal, wie spät es ist. So, den ganzen Loot weg. Sehr gut. Und dann auf die Uhr geschaut. Ja, wir haben schon kurz vor spät. Ich gehe kurz pennen. Und dann gucken wir direkt weiter. Wir sind ja gar nicht so weit gekommen, aber ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt eben gerade einmal eine Morgenhöhle gefunden, die hat sich gelohnt. Und wir haben eine Dingens gefunden, eine Zwergenbase gefunden. Auch die hat sich gelohnt. Also bereue ich nichts. Und ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen und direkt weiter. Gar nicht lang fackeln. Ich habe richtig Bock. Weil, macht gerade tatsächlich Laune. Und irgendwie mit den genervten Ashlands, das spürt man irgendwie, ne? Ein bisschen. Ein bisschen spürt man's. Also hindurch. So, Energieschild natürlich. Und dann den Hammer. Oh! Ach so, ich glaube, den Pilz, der lag gerade hier. Und den, deswegen haben wir den aufgesammelt. So sei es. Den Loot machen wir wieder hier hin. Das brauchen wir. Und das ist Loot, den wir loswerden können. Ja, hier kommt noch ein bisschen Edelholz. Warum auch nicht? Stackt sich ja auch mit unserem Portal-Stuff. Was liegt hier? Ascheholz. Das hier schmeiße ich wirklich weg. Und das hier brauchen wir auch nicht. Obwohl, den gönne ich mir. Und das kommt weg. So. Gut, weiter geht's. Und hier haben wir eine Ruine. Hier trifft Lava auf Wasser. Das ist natürlich sehr gefährlich. Hier mal so. Und so. Ja, hier haben wir eigentlich auch recht viel Loot, aber... Naja, ich gehe einfach mal weiter. Und hier sind wir gleich bei dem... Ne, das ist schon das Altgenerierte. Hier werden wir keine Festungen finden, keine Morgenhöhlen, nichts. Aber dafür auch weniger Feinde und wir können hier schön lang spazieren. Bleiben wir schön immer in Wassernähe. Da könnten wir eine Tür anmachen. Nein, können wir nicht, weil ich es gerade schon benutzt habe. Schade. Ich werde es im Auge behalten und sobald wir es verwenden können, sofort verwenden. Habe auch schon überlegt, wir können mit dem Schiff fahren. Aber nö. Gehen wir eben zu Fuß. Oh. Da kämpfen Zwerge. Ein Zwerg, glaube ich, nur. Nee, doch nicht. Zwei. Ich ignoriere die. Tschüss. Ihr könnt gerne zu mir kommen. Weil ich hätte gerne euren Loot. Ja, kommen sie auch. Sehr gut. So. Stirb. Oh, stirb. Und hör mit deinem Loot. Vor allem die Aegis, ne? Die sind extrem wertvoll. Kannst du auch nochmal herkommen? Nee, ne? Die ist zu weit weg. Und ich habe keinen Bock, ins Wasser zu gehen. Erstens werden wir nass und zweitens werden wir gekocht. Das sind zwei gute Gründe. Aber gut, dann gehe ich mal weiter. Den da, den werden wir gleich outrunnen, glaube ich. In zwei Minuten haben wir außerdem Eiktür. Also sollte das alles noch schneller gehen. Kannst du mal herkommen? Habt ihr Bock auf mich? Ja, hast du. Tschüss.
Und du auch noch? Ja. Hervorragend. Können wir nämlich noch ein paar Eggs looten. Jedes Ei ist einmal hier so eine Pastete. Und die Pastete ist das beste Ausdauerfood, das es gibt. Deswegen sind diese Geier sehr wertvoll für uns. Eigtür, noch eine Minute. Ich könnte auch was essen, aber ich spare mir das gerade mal, weil das nicht notwendig ist. Da liegt Kohle. Ah, weil ein Surtling verkohlt ist. Ja, da ist auch ein Surtlingskern, ein entsprechender. So. Stimmt, Surtlinge könnte ich mitnehmen. Aber den da lasse ich jetzt mal, weil der so weit... Was ist... Was glänzt der denn so? Warum hat der denn so eine... Hä? Irgendwie sieht sein Glanzeffekt komisch aus. Habt ihr das gesehen? Ist der immer so? Und normalerweise sind die Lichtreflexe anders? Keine Ahnung. Das sah gerade irgendwie seltsam aus. Aber ich laufe mal weiter. Da, ne? Wir machen auch gut Strecke. Also schon klar, wir müssen hier hinten hin. Aber wenn wir immer am Ufer bleiben, sollte das, glaube ich, gehen. Könnte ich theoretisch auch vorspülen. Soll ich? Weil spannend ist das ja eigentlich nicht. Ich kann ja einfach vorspulen, bis wir auf was Spannendes treffen. Oder? Denn Eiktür ist jetzt sowieso bereit. Das heißt, ich stelle mich mal kurz hin. Lass die Ausdauer... Ach so, da kommt der Schatten. Ich dachte schon, da wäre eine Valkyre. Und dann hau ich mir nochmal eine Pastete rein. Mache Eiktür an und lauf los. Also würde ich sagen, ich spule vor, bis was Spannendes passiert, ne? Und das seht ihr dann ja selber. Ansonsten laufe ich einfach durch. Wenn nichts Spannendes passiert, dann sind wir gleich da. Also, bis gleich. Oh. Ja, hier liegen ein paar Magmafische. Das ist natürlich sehr angenehm. Die nehme ich, glaube ich, mit. Bitte seid alle vom gleichen Typ. Sehr gut, alle Typ 1. Jo, dann haben wir auch ein paar Magmafische gefunden. Und ich laufe mal weiter, ne? Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier, so, so, hier habe ich eine Abkürzung genommen von so, bin so rübergerannt. Hier übrigens ist neu generiertes Gebiet, natürlich. Da ist jetzt ein Morgen und es wird außerdem gerade dunkel und wir sind jetzt von da bis nach hier gerannt. Wir sind so von da, so schön, die ganze Zeit an der Küste lang. Und hier sind wir jetzt und ich würde sagen, hier bauen wir mal kurz ein Portal, denn es wird auch gerade dunkel. Und außerdem ist dann Morgen, da kümmern wir uns dann gleich drum. Erstmal würde ich sagen, hindurch. An der Küste haben wir außerdem, wie ich meinte, ein paar Karpfen gefunden. Von diesen Feuerkarpfen. Da habe ich sogar nochmal zwei gefunden. Magmafisch. Und außerdem sehr viele Surtlinge, die da Gott sei Dank verkohlt sind. Beziehungsweise das Gegenstück. Gestorben auf jeden Fall vom Wasser. Ich glaube, das liegt auch daran, weil das noch ein altes Gebiet war, wo die Surtlings-Spawnpunkte sozusagen schon gesetzt waren. Und dann kam das Ashlands-Update, weswegen dort jetzt Wasser ist. Und deswegen sind manche im Wasser oder an der Küste gespawnt, ne? Glaube ich. Und wie auch immer, deswegen haben wir jetzt ein bisschen Kohle auch sammeln können. Hervorragend! Aber es wird allerhöchste Zeit. Gute Nacht! Guten Morgen! Und ich glaube, ich mache mir dann da auch ein Safe-Portal, da wo es jetzt steht. Und das bedeutet, wir müssen kurz wieder... ein neues hier hinbauen, ne? Können theoretisch Festung... Ach, das war Notasche 4. Ja, dann machen wir Notasche 5. Es tut mir leid, aber es muss sein. Es muss sein. So, Edelholz. So. Da nehmen wir mal 40 raus. Das Prozedere kennen wir ja mittlerweile. Obwohl, warte mal, ich brauche nur 20, ne? In der Summe, ja. In der Summe brauche ich nur 20. So. Augen. 10. So. Und Surtlingskerne. Hier bei Feuer. 2. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal den Hammer und bauen hier mal ein Portal hin mit irgendeinem Kauderwelsch. Und... Ah ne, gar nicht Kauderwelsch. Hm, scheiße doch, ich brauche 2 Portale. Ich bin so ein Narr. Wenn ich es umbenennen wollen würde, bräuchte ich nur 1. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe mich geirrt.
Nochmal 20. So. Nochmal 10. So. Und nochmal 2. Bei Feuer. So. Denn wir brauchen ja auch ein Gegenstück. Na klar. Also mache ich hier Festung 5. Ich mache einfach mal weiter hier, ne? Hier so hin. Ich glaube, das wird auch unser letztes Safe-Portal. Weil wir sind mit den Aschenlanden, glaube ich, kommen wir allmählich zum Ende, ne? Wir haben bald alle Ressourcen, die es gibt. Notasche 4 mache ich mal zu Notasche 5. Dann kopiere ich den hier mal. So. Okay. Und hindurch. Nein, wir sind nass. Ja, egal. Dann nenne ich das Notasche 5. Dann nehme ich den... die Workbench wieder mit. Da. Och nee, es ist wieder stockfinster, ne? Na ja, gut. Oh, wir brauchen sowieso Food. Ich muss noch mal kurz zurück. Weil ohne Food gehe ich natürlich nirgendwo hin. Bin ja nicht wahnsinnig. Also nach unten. Und alles halt, das die Betkiste hier. Nehmen wir uns mal hier 5 raus. Hier 2 und nochmal 2. Oder 3. So, dann haben wir da 6, da 6. Und so. Und dann ballern wir uns alles. So. Und hier noch einen. Dann haben wir von allen 6. Ich glaube, das sollte passen. Und den mache ich hier hin. Damit ich ihn nicht aus Versehen aussortiere. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt weitergehen. Also, Notasche 5. Muss ich auch noch eintragen in der Map, ne? Mach ich mal. So, hier. Zack. Not 5. Sehr gut. Und dann können wir weiter. Hier ist ein Surtling. Den bringe ich mal um. Für seine Kohle. Bitte trifft nicht mein Portal. Das wäre super nett. Und hier war ein Morgan. Da ist er doch. Verdammt, daneben. Oh, noch ein Surtling. Der wird mich die ganze Zeit beballern. So. Komm mal her hier, bitte. Und lass uns mal schön verprügeln. So, hier durch. Verdammt. Wenn er zu dicht an mir dran ist, macht er seine Rolle, ne? Sollte außerhalb der Reichweite sein. Damit er mir immer hinterherläuft und verprügelt wird. Los, haut drauf da! Und noch ein Hit. Tschüss. Sehr gut. Dann dein Stuff natürlich. Und wir gehen an der Küste weiter entlang. Das Portal lasse ich da... Oh. Ja, den muss ich killen. Der nimmt sich sonst unser Portal vor, wenn er in Reichweite kommt. Kommst du zu mir? Nein, haut ab. Das ist noch schlechter. Und dann geht er dichter an das Portal ran. Weil, ne, das ist jetzt hier ungeschützt. Das heißt, wenn ich außerhalb der Reichweite gehe, kann es sein, dass die das Portal angreifen. Ohne, dass ich es mitkriege. Und das wäre dann ein total Waste. Also, dich und dich muss ich clearen. So. Auf Wiedersehen. Gut. Dann können wir jetzt an der Küste weitergehen. Und da sehe ich auch schon wieder ein paar von den Geiern. Auch die können wir gut gebrauchen. Kommt mal schön her. Oh, und wir haben sogar wieder Akteur bereit. Hm. Könnte ich mir eigentlich gönnen, ne? Ah, da ist auch eine Schlange. Eine Knochenschlange. Kommt die hierher? Ja. Aber ich krieg sie ja nicht an Land gezogen, ne? Nee. Hier ist noch ein Morgan. Hm. Ja, komm. Ich gehe wieder hier in Küstennähe, damit er mich in Ruhe lässt. Und hier sind eine ganze Menge Feinde. Muss ich um die kümmern. So, der wird schon mal verprügelt. Und den Morgan locke ich auch mal her. So. Und noch ein... Oh, Energieschild. Oh, oh. So. Los, haut drauf! Verprügelt ihn! Daneben.
So, ja, sehr gut. Er ist gestunt. Dann hier gleich noch eine Wurzel daneben. Und nochmal Frost drauf, damit er sich schön nicht bewegt. Bam! Bam, bam! Sehr gut. Schön drauf. Daneben. Dann mache ich hier mal ein bisschen Frost, damit du endlich mal die Schnauze hältst. Und du kriegst auch noch einen auf Latz. So. Und tschüss.